Hallo! Willkommen zurück! Willkommen zurück bei Zockermäule! Dieses Mal mit brandneu! Mit einem wunderschönen RPG namens Polly Pocket Wonder World. A.K.A. Resident Evil 7. Hi, Baby! Hi, na, wie geht's dir, Süße? Hallo, Zuckerküsse! Was hast du gesagt? Zuckerküsse! Kiss-Hack. Oder andersrum. Ach, XO. Ich sag immer aus Spaß XO. Wissen wir was über dieses Spiel? Nein. Ja, es gibt mehrere Vorgänger. Wow. Und ich glaube, wir kriegen irgend so eine Nachricht, die uns dann zu irgendeinem Gruselhaus führt. Das ist, wow. Viel Info. Mann, ich habe nur irgendwo mal nachgelesen. Ja, ich habe auch irgendwo... Guck! Jetzt siehst du dreckig. Sie guckt sich ihre eigenen Videos an. Aber du hörst doch, dass sie es ist. Ich höre, dass es eine Frau ist, ja. Wir wollten den Ton ein bisschen lauter machen. Oh, stimmt. Also wir haben gerade eben schon mal angezockt, um ein bisschen mit der Steuerung klar zu kommen. Das ist nicht wirklich weit. Vielleicht eine Minute oder so. Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Bin ich bereits tot. Ah. Such mich nicht. What? Bitch, what? Of course. Ja, ich habe Resident Evil selbst nie gespielt. Ich habe immer nur bei meinem Bruder zugeguckt. Mhm. Aber gespielt habe ich nie. Silent Hill. Aber Resident Evil kann ich mich nicht entsinnen, dass ich das jemals Hallo. Selbst gespielt habe. Hey, ich habe alle Filme geguckt und bin immer noch vom allerersten traumatisiert, weil ich den als Kind also gesehen habe. Ich kenne nur die ersten beiden Filme, aber ich liebe Mila Jovovich. Oh Gott, sie ist so. Ich habe mal mit Adam alle Teile geguckt, als ich gesagt habe, dass ich noch nie Resident Evil geguckt habe. Dann war so, wow, shit, dann müssen wir Resident Evil gucken. Dann haben wir alle Teile geguckt. Und aus dem ersten Teil konnte ich mich nur an die eine Stelle erinnern, wo, also an zwei Stellen. Gulasch? Einmal, ja. Einmal. Shit, look at that water. Fuck, sieht aus wie... Allgemein, guck dir mal die Graphics an. Alter, du hättest gerade nicht das Wasser sehen müssen. Ja. Aber was, wenn sie es ist? Gulasch und? Naja, nee, einmal, wo die Olle quasi geteilt wird von dem Fahrstuhl. Oh, und dann eben das Gulasch. Und das verfolgt mich immer noch. Und erst als ich den Teil, den Film dann mit Adam gesehen habe, war ich so, oh, das ist von Resident Evil. Ich habe es damals mal mit meiner Mutter gesehen. Ich erinnere mich noch daran, damals war mein Bruder halt anscheinend im Kino gewesen. Wo das mit. Für den ersten Teil? Erst oder zweit, ich weiß nicht, wo das mit den Lasern war. Erster Teil. Und der war mit damals einem Kumpel von ihm. Micha hieß der, glaube ich. Sorry, wenn ich es falsch erzähle, Bruder Herz. Und da kam dann halt irgendwie die Szene und ich glaube, dieser Micha meinte dann nur irgendwie sowas wie Gulaschsuppe oder sowas. Und deswegen sage ich auch immer Gulasch. Ja, ich sage immer Hackfleisch. Wobei Gulasch natürlich mehr passt, weil es halt größere Stücke sind als. Und halt auch so ein Viereck. Ja. Huch. Ach ja! Ja. Sonnenlicht! Ja! Verschlossen. Ich glaube, da komme ich nicht rein. Guck mal, ob du klettern kannst. Nee, ach, ich kann klingeln. Excuse me. Entschuldigung, Ihre Pizza ist da. Domino's hier. Nein. Da versuchen wir da zu klettern. Da würden wir uns die Eier aufreißen. Wir sind doch ein Typ. Naja, war gerade eine männliche Stimme. Hui. Wir sind doch Ethan. Wir sind Ethan. Ethan. Jason. 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 John! Immer noch Beste. Dieses Spiel wird mich nie loslassen. Na Mann. Ich wünschte, irgendwer würde... Okay. Nö. Ganz ehrlich, ich sag immer wieder so von wegen, boah, ja, ich würde schon mal gerne auf so ein verlassenes Gebiet oder ins... Gelände. Ja, danke schön. Und dann denke ich mir aber so... Mm-mm. Nö. Obwohl, haben wir ja schon erzählt bei Until Dawn, dass wir da im Beelitzer Heilstätten waren. Das war, glaube ich, nicht Until Dawn, das war... Oh, hey! Ich kann nicht excuse rennen. Excuse me? Ich kann nicht rennen. Sir? Dude, ich will dich nur verfolgen. Sir, excuse me. He is... I have a pizza. He's gone. I just want my money. Guy. Ich glaube, das haben wir übrigens in Layers of Fear erzählt. Ach, Layers of Fear, dann ja. Pff, keine Ahnung. Also, ich würde schon zu solchen Sachen hin, aber erstens, niemals allein. Und nur, wenn es Tag ist. Ja, und bei Tageslicht. Ist mir scheißegal, ob das... Oh, Mittagessen. Das müssten sehen aus wie Hufen. Ist ein Bulle, oder? Ist doch einer. Ja. Oder war mal einer. Oh, okay. Boah.
Ich hab's Blut gesehen. Oh Gott, Ekelschauer. Ja, genau, und dann halt nur bei Tag. Ist mir egal, ob das irgendwie Gruselfaktor wegnimmt, weil das, ich meine, meistens, wenn du ihn so verfolgst. Ey, warte, da lagen überall tote Vögel auf dem Boden. Wie? Warte, lauf mal an die anderen. Nein, zurück. Und jetzt renn mal nicht so. Das ist der Boden. Oh, no, da! Ah, hier. 1, 2, 3, 4. Vier. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wo war ich jetzt? Ich soll mal meine Flasche wegstellen. Ja, ich habe mich unterbrochen. Sorry. Irgendwas mit dem Belitzer, irgendwas mit gruseligen Orten. Nee, aber da war ich bei schon längst vorbei. Ach so, genau, bei... Ich meine, manche Gebäude haben halt einfach auch mehr Charme, wenn sie halt... Also bei Tageslicht, weil sie halt einfach faszinierend auch aussehen. Allerall. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, lass mich kurz aussprechen. Nee! Dass bei so einem verfallenen Gebäude eh kein Strom oder kein Licht zu sehen ist. Und wenn du dann irgendwo reingehst, wo, keine Ahnung, irgendein Zimmer vielleicht... Oder, oh, ist das dunkel. Ach du Scheiße. Hallo? Ich hoffe, wir haben eine Taschenlampe. Hallo? Oh, wow. Oh, das war hell. Ja, haben wir. Was wolltest du sagen? Dass wir eingeschlossen sind. No! Super. Das ging aber schnell. Ja. Tür öffnen, X. Nee, ich muss nur gegenlaufen. Na, egal. Tür schließen. Ich meine, in dem Spiel muss man ja irgendwie auch die Türen schließen. Wow. Wow, ich schließe jetzt der Trophäe. Ich schließe jetzt alle Türen, genau. Schließ mal. Ich habe nichts, ob ich das mit dem Führerschein öffnen kann. Das klappt nicht. Nein. Schade. Boah. It's dirty. Oh, bitte mach's nicht auf. Okay, ich mach's auf. Oh, Kakala. Ah, mach weg. Die war aber groß. Oh, mach den Deckel wieder drauf. Mach ihn wieder drauf. Gott, war die groß, Alter. Oh, ich boah. Mann, ich hör nicht auf mit diesen Ekelschauern. Ah. Was ist das? Oh, da unten. Da steht jemand vor Licht. Siehst du das? Ja. Wahrscheinlich. Wie heißt sie? Ich will Emily die ganze Zeit sagen. Mia. Ah. Klar. Gott sei Dank keine Emily mehr, ey, wenn ich die noch einmal hören muss. Hey, hör mal auf zu gähnen, ey. Tut mir leid, ich weiß nicht, was hier los ist. Ist halt 8. Oh, die Fäden! Ist ja eklig. Boah, ey, richtig schnoddi-schleimig. Ich will das gar nicht. Oh, hör mal zu. Alter, bisher bin ich mehr angeekelt als gegruselt, ey. Habe ich das Wasser ausgemacht? Oder zu? Oh, es tropft auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Oh, guck mal. Ich will nur, dass da nicht so... Ach. Was ist das? Achso. Ich will nicht, dass er so viel Wasserkosten hat. Das war verschlossen. Düsen. Oh, die kann ich wegmachen. Ist da was drunter? Alle. Oh, da muss ich immer an diese Blechdosen fallen bei Fallout denken. Hallo. Nein, mach's nochmal. Nein, bitte. Hör auf, mit den Wänden zu flirten. Oh, aber sie sind so glatt. Und ey, aber die sehen echt ranzig aus. An die würde ich mich nicht kuscheln. Bild? Nein. Was war das denn? Bild? Nein. Ob ich mit dem Bild interagieren? Ich dachte, duck dich mal. Und guck mal, ob da was zwischen Regalen ist. Nein. Das sind Füße. Was ist das? Achso, ist nur... Dirty. Nichts von Interesse. Ich frage mich halt auch, ob Objekte hier mich anleuchten oder so, oder ob das echt schwer ist, die zu finden. Weil ein Schlüssel ist ja echt winzig. Wo soll ich denn alles gucken? Guck dir mal die ganze Scheiße an, die hier überall liegt. Nee, ich denke schon, dass sie dir das so leichter machen, dass du halt schon reingucken kannst. Wow. Dass sie es dir schon zeigen. Der Hammer. Was ist das? Kann ich zoomen? Nee, kann ich nicht. Dreck. Noch mehr Dreck. Mann, kann ich aufhören. Boah, ich krieg Instant Motion Sickness. Ich hatte mich so an Until Dawn gewöhnt. I'm so sorry. Es war so angenehm. Konnte man nicht bei den anderen Resident Evil Teilen auch so über die Schulter gucken? Ich glaube, das war in jedem Teil bisher so. Ich habe die neuesten nie gesehen. Ah, wir können speichern. Ja, da ist der erste, den wir jetzt überschreiben. Ja, das möchte ich. Aber was? Überschreiben, den alten Spiel. Nein, ich meine, was war schon immer so? Ich glaube, dass du immer in der Third Person gespielt hast, aber ich habe die letzten nicht gespielt, wie gesagt. Darf ich mal was ausprobieren? Ja, klar. Hätte ja sein können. Select passiert auch nichts, da auch nicht. Nee, leider nicht. Es tut mir sehr leid. Wir machen lange Breaks zwischen Aufnahmen. Gonna be worse.
Gonna be Wurst. Gonna be Wurst. Das klang nicht mal richtig. Ist auch falsch. Hier ist nichts, oder? Deswegen geh nicht auch die ganze Zeit. Weil dir schlecht wird. Ja. Oh, das ist, blöd. Ich werd schon böse angeguckt hier. Foto. Entschuldigung bitte, dass ich nicht für sowas ausgerichtet bin. Foto. Witzigerweise, wenn ich Fallout spiele, dann Foto. Ist das kein Problem. Aber Fallout spielst du ja nicht auch gezwungenermaßen im Ego-Shooter. Doch, ich spiele das im Ego. Du spielst heute nicht. Okay. Oh, Videokassette angucken. Hast du sie denn? Ja. Ja klar, gerade aufgehoben. Ich möchte mich jetzt aber hier nicht... Oh. Wow! Wir schließen... The Relict House, June 1. The Haunted House Rehearsal. Okay, tut sich auch noch was? Warum sprichst du das so komisch aus? Weiß ich nicht, was ich kann. Oh. Wer bist du denn? Boo. Was ist diesen Typen hier? Mach mal halblang, Pete. Hey! Ich Pete! Arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der Ton war trotzdem nicht nice. Ach so, ich bin das. Oh. Der neue Typ? Ich seh's nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Ich filme den Boden. Wir beste, ein bester Kameramann. Ich filme den Himmel. Sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Jetzt läuft. Heute bei Sewergators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Jetzt lauf. Soll ich vor, oder was? Meine Fresse. 100 Jahre später. Ich lauf von alleine, glaube ich. Oder ich werde von hinten geschoben. Ich werd geschoben. Drängel mal nicht so. Voll unhöflich. Echt mal. Achso, okay, Morten. Trotzdem schon wieder Ekelschauer. Jesus. Jesus. Ah, wir haben sie leicht aufgekriegt. Du. Echt mal. Du Lappen. Mach mal Platz da. Gegenwerfen. Upp. Einfach bitte sagen. Oder so. Nach dir. Was nach mir? Und dann gehst Warum? Du doch vorher? Nee, meinte Linda. Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Die Betonung liegt auf Bar. Bar. Schöner Nacken. Hey. Oh. Was denn? Irgendwas muss ich ja hier machen. Ich sehe ja nichts Spannendes. Wow, ein Bild. Ist ja nicht so, als wäre wir da gerade eh schon mal lang gelaufen. Geh mal weg, geh mal weg. Ich will gucken, ob da... Okay, das Schloss hängt da immer noch. Hey, ich kann es auch anklicken. Du bist mit einer Kette verschlossen. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gib einen tollen Zwischenschnitt. Wovon? Also... Bitte, mach ihn nicht nochmal auf. Oh, girl. Hey, aber keine Kakerlaken diesmal. Sie waren still, nicht aber immerhin haben wir ihn wieder zurückgemacht. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn. Guck mal, da liegt irgendwas. Ja. Offenbar ein schwarzes Schaf. Du bist ein Schlaf. Ein schlafes Schlaf. Mist. Geister im Bayou gesichtet. Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Tja. Gute Schuhe. Mhm. Oh, Scheiße. Mhm. Du siehst nicht aus, als hättest du irgendwas, was gut an dir ist. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. André, was machst du? Faszinierend. André? Wo ist André? André! André! Ich würde sagen, wir finden in der nächsten Episode raus, wo André ist. Kannst du? Bin ich auch dafür. Wieso, ist irgendwas passiert, was ich gerade nicht mehr bekommen habe? Nö. Okay. Nicht, dass ich wüsste, aber... Okay, weil du schon wieder so klingst, als würdest du gruselige Dinge vermeiden wollen. Vielleicht möchte ich das. Vielleicht stinkst du auch einfach nur nach Kot. Vielleicht ist André auch einfach nur kacken. Okay. Tschüss. Tschüss. Maul halten. Bitte nicht. Das ist echt uncool.